Hallo? Das sind nicht unsere Krähen, das ist das Problem. Hey, ist er gestorben? Ist der Krähenmann gestorben? Aber wir haben noch gar nicht auf den geschossen. Natürlich. Das wäre schön, wenn die sich nur Zeug anschaut, was uns auch weiterhilft. Oh. Der Riss. Da ist er. So, was haben wir da? Beim Fallenlassen ein geisthaften... Was? Beim Fallen... Das Fallenlassen einer Waffe erzeugt ein paar Sekunden lang einen geisthaften Verbündeten. Wie meinst du das? Da, ein Lockpick. Wo? Ah, du standest davor. Tut mir leid, da sehe ich das nicht. Ja, die sind leer. Gibt's hier noch was? Aha. Hier ist ein Schloss. Mal sehen, was ich tun kann. Bitte sehr. Lutes sagt, der Bastard sei nicht ihrem Schoß entsprungen, sondern das Produkt irgendeiner gottlosen Wissenschaft. Ich weiß nicht, was stimmt. Das Kind ist nicht göttlicher als ich. Was sagt das über die Sehergabe meines Gatten aus? Er fleht mich an zu schweigen, aber ich kann ihm nur anbieten, ihm zu verzeihen. Aber wenn er bereut, muss er auch die Wahrheit sagen. Ich kann seine Lügen nicht mehr ertragen. Sie wollte quasi reden und er hat dafür gesorgt, dass sie nicht redet. So sieht's nämlich aus. Pass mal auf. Beim Fallenlassen einer Waffe, wie soll ich denn das jetzt... Ach, ja, hier kommen wir her. Okay. Mann. Und wenn ich diese Sabotage begehe, an ihre Patente? Alle, Mr. Fink. Aber warum will der Prophet, dass die zwei... Aus dem gleichen Grund, wieso Lady Comstock starb. Das Kind. Und warum soll ausgerechnet ich es tun? Nur sie können es wie einen Unfall aussehen lassen. Ich glaube, das ist nicht die wahre Lady Comstock. Die haben... Ich glaube, sie ist ein Gemisch aus ihrem Wesen und meinen Gefühlen ihr gegenüber. Was meinst du? Ich oh. bin so wütend auf sie und ihren Vater. Ich denke, sie ist sie, aber zum Teil auch ich. Ich kapiere das selbst gar nicht so richtig. Okay. Der Erzengel sagt mir, Columbia überlebt nur so lange, wie jemand von meinem Blut auf dem Thron sitzt. Aber Lady Comstock wird nicht schwanger. Ich habe getan, was ein Mann tun kann. Aber es kommt kein Kind. Ich habe Lutesse der Sache befragt. Aber selbst sie verweigert mir ihre Hilfe. Ich
Anscheinend hat sie die Hilfe nicht verwagt. Versagt. Schön, dass sie dann richtige Körper kriegen und wir die ausrauben können. Hallo, jetzt hüpft doch mal da hoch. Hallo? Na komm! Hallo? Wir kommen da nicht mehr hoch. Okay. Der letzte Riss. Finde den letzten Riss. Netter Versuch. Hier liegen so viele Waffen rum. Aber haben wir jetzt hier neue Sachen, oder? Nee, haben wir alle schon mitgenommen. Okay, da noch einer. Jo, oh, 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 das war knapp, das war knapp. Aber haben die auch was, oder ist einfach nur... Naja... Naja, nicht so viel. Aber wieso ist hier wieder alles aufgefüllt? Das verstehe ich nicht. Oder waren wir hier noch gar nicht? Das kann natürlich auch sein. Money, money. So, nachgefüllt. Wo müssen wir hin? Schnell raus hier, bevor noch mehr kommen. Obwohl, ich schau noch mal. Voll. Aber wir haben ja bei der... beim Revolver ein bisschen Ausgaben. Wie schön, dass die Automaten unendlich Munition haben. Hallo? Wieso komme ich hier nicht raus? Ich würde gerne hier raus. Das wäre nett. Schau nochmal. Hä? Alle Türen sind zu. Aber irgendwie muss man doch hier rauskommen. Hä? Was ist das? Ist es ein Bug? Ich hoffe es nicht. Oh, ich hoffe es nicht. Das wäre jetzt der Mega-Abfuck. Alle Türen sind zu. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Hä? Wir müssen da hinten durch. Pass mal auf hier. Hoffentlich finde ich den Revolver wieder. Aua! Finde den letzten Riss, aber ich komm... Hä? Also... Das verstehe, wer will. Muss ich hier noch irgendwas machen, oder? Ich hab doch ansonsten alles. Muss die mal kacken, oder was ist mit der los?
Alle Türen sind zu. Vielleicht da oben. Kommen Sie wieder, wenn Sie überfallen. Verfüge ich, aber nicht für dich, mein Freund. Alle sind zu. Alle Türen. Das ist jetzt schon ein bisschen ungeil. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Solche Passagen kann ich überhaupt nicht ausstehen, wie schon gesagt. Bisschen rätseln, okay, aber so, ja. Boah, Leute, das ist doch... Gut, ich würde sagen, ich beende an der Stelle und schau, wie man da irgendwie durchkommt. Dann hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da. Über ein Like würde mich auch sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.